Hallo zusammen, salve a tutti. Mir ist aufgefallen, dass ich eigentlich schon seit Wochen gar nicht mehr auf den Dow Jones geschaut habe. Tatsächlich habe ich den auch selbst so gut wie gar nicht gehandelt. Ich bin da momentan viel mehr im Nasdaq drin, der ist irgendwie quirliger. Das macht mehr Spaß, den Nasdaq zu handeln, als jetzt hier den Dow Jones. Aber trotzdem, wir haben Monatsende. Heute, hier und jetzt, will ich was über den Dow Jones erzählen. Heute am Abend, am Mittwoch, kommt natürlich der DAX wieder. Da gucken wir auch mal auf den Monat. Und morgen versuche ich dann ein Update zur Nasdaq zu machen. Zur Nasdaq nur den einen Spruch, weil ich weiß, der eine oder andere guckt drauf oder hat vielleicht auch mitgemacht. Dieser Spread, Nasdaq Long, DAX Short, den ich aufgemacht habe mit 2250, der war jetzt gestern sogar schon unter 1700 Punkte. Das waren also 550 Punkte. Ich habe bei 1710 habe ich die Hälfte der Position ist ja glatt gemacht. Und das ist jetzt für mich die schönste aller Welten. Ich habe also die Position weiterhin, aber nur noch halbiert. Wenn der wieder auseinandergeht Richtung 2000, werde ich es wieder aufmachen. Andererseits, wenn der jetzt, was ich ja eigentlich erwarte, weiter zusammengeht, so in Richtung, was weiß ich, 1200 in den nächsten Tagen, dann werde ich wahrscheinlich auch den Rest erstmal zumachen. Also deswegen, ich habe jetzt so eine Handposition, habe aber auch schon erheblichen Puffer. Ich habe einen Teilgewinn realisiert. Das macht es eigentlich ziemlich bequem. Aber jetzt, hier geht es ja um den Dow. Das ist jetzt der Monatschart. Ja, und wenn ich auf diesen Monatschart schaue, ich hole es mal näher ran, wir haben den Monat geschlossen genau an der 20-Monats-Linie. Das ist ein Long-Leg-Doji, hat so den Charakter von einem Umbrella-Doji. Das ist gar nicht so verkehrt. Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Dass wir jetzt an der 20-Monats-Linie halten, nehme ich mal zur Kenntnis. Aber jetzt kommen hier unten die Freunde dazu und die Bänder laufen enger zusammen. Das deutet darauf hin, dass wir weiterhin eine Seitwärtsphase haben, wie wir sie eigentlich schon haben seit dem 1.4.2021. Breit, aber echt, das ist eine Seitwärtsphase. Ja. Wir sind hier weiterhin negativ und wir sind hier auf tiefem Niveau, aber ohne irgendwie ein frisches Signal. Was mir fehlen würde, also erstmal auf diese Dashed-Linie komme ich gleich. Was mir fehlen würde, ist nochmal ein Rücklauf hier auf diese Marke, so knapp unter 30.000. Das würde mir kurzfristig fehlen. Ein Back-to-Breakout. Wir sind hier drüber und dann nach oben gezogen. Dieses Back-to-Breakout kommt ganz häufig. Sieht man zum Beispiel auch hier. Das war 2015. Auch lange Seitwärtsphase, ausgebrochen. Und dann sind wir, man glaubt es kaum, in der Corona-Phase, was auch immer der Grund für sowas sein mag. Ja, in diesem Fall war es halt Corona. Back-to-Breakout. Genau da wieder drauf. Das macht ein Markt ziemlich häufig, auch in Aktien. Das fehlt mir hier. Dieser Ausbruch hier, den wir dann hatten am 2.11.2020, den hätte ich gerne nochmal irgendwie bestätigt. Und das hat hier nicht so gut geklappt. Das war nämlich das Low bei 30.638 und dieser Punkt hier ist 29.700. Das hätte ich gerne nochmal gehabt. Da muss man schauen. Aber vom Monat her, Aufsicht für die nächsten 4-5 Monate, sagen wir mal bis Ende September, darf ich eigentlich nicht viel erwarten, eher seitwärts innerhalb der Bänder. In diesem Moment haben wir 28.400 zu 38.039. Gucken wir mal auf die Woche. Die Woche. Ja. Das sieht ein bisschen besser aus. Ja, wir haben natürlich hier auch diese ganz lange Seitwärtsphase. Und nochmal auf die Dashline komme ich gleich. Wir werden etwas positiver oder sagen wir mal stabiler über den Trendfolger und haben ein relativ frisches Kaufsignal über die Stochastik. Wir waren in der Nähe der 200-Wochen-Linie und wir handeln hier momentan an der 10-Wochen-Linie. Also da muss ich sagen, aus Wochensicht hat der Lockerplatz eben bis zu der gleich zu besprechenden Dashline. Durchaus. Ja, hier so 3-4 Wochen nochmal hier hoch. Das macht Sinn. Und jetzt gehen wir auf den Tag. Jetzt erstmal zu dieser Dashline. Die hat uns, die begleitet uns schon ziemlich lange. Ich nehme das hier mal zurück. Das ist von hier, vom 1.4.2021. Da war es ein Hoch. Korrigiert, 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 korrigiert. Also die hat uns oft begleitet. Und auch das letzte Mal war das dann hier, ging es dann runter von der was war das, 35.400, ging es auch wieder runter, abgefedert. Und dann war es letztendlich das, was ich Abrisskante nannte. Wir sind da durch und gleich runter. Nochmal einmal, zweimal, dreimal dahin korrigiert und wenn nicht. Die ist wichtig. Ja?
Und so wie ich sie lege, liegt die bei 34.081. Ein bisschen hinter der großen Zahl. Diese, so eine 34.000, 33.000, das hat eigentlich mehr eine psychologische Bedeutung. Also für mich ist das nichts anderes als eine Zahl, aber es ist auffallend, dass viele Leute suchen sich dann ihre Stops bei der 34.000. Davon kann ich immer nur abraten. Da muss dahinter liegen. Dass wir hier 80 Punkte drüber gegangen sind, das ist meiner Meinung nach, sind das Stops. Und da muss man dann schon ein bisschen aufpassen. Ich würde niemals auf eine große runde Zahl irgendeinen Stop setzen, weil das hat einen gewissen Magnetismus. Na gut, also auf Tagessicht. Wir hatten hier einen sensationellen Hammer. Außenband raus, ins Band rein. Das war am 20.05. Und dann ging es ordentlich hoch. Per gestern einen sogenannten Long Leg Doji. Der ist aber auf einem Niveau, wo er keine Aussage hat. Also nicht wirklich. Wäre der hier oben, und das ist hier oben auch so ein kleiner, dann wäre es was anderes. Wir sind von dieser letzten Bewegung hier vom 21.04. bis runter, haben wir nicht nur das 38er uns geholt, das ist hier, wir sind auch über das 50er, wir liegen ganz knapp vor dem 61er. Das liegt bei 33, wo ist meine Brille, 33.618. Und dann kommt diese für mich in dieser Bewegung nicht zu überbietende Dashline, die ich eben vorgestellt habe. Also diese 34.000 rund 90, das ist schon eine Macht. Ich glaube nicht, dass wir da so ohne weiteres drüber gehen können. Jetzt ist es aber so, wir hatten im Monat keine guten Zahlen oder keine gute Technik. Die Woche hat eine gute Technik gegeben, sogar mit Möglichkeiten und Potenzial. Und der Tag ist hier relativ hoch, hier überall. Es ist noch kein Verkaufssignal. Ja, möchte ich betonen, der gilt als heftigst überkauft, ja. Aber nach einer Bewegung von 30.600 hoch bis zu 33.600, wo ist das hier? 33.300, rund mal war ich, 33.400. Rund 10% darf dir auch mal passieren. Deswegen, ich stelle mir den Ablauf für die nächsten Tage und Wochen so vor: Wir sollten hier noch mal ein bisschen Luft holen, so in dem Bereich 10-Tage-Linie, so die 32.200. Kurzfristig darf denn noch mal hier hoch, kann sogar das 61er sehen, hier bei der 33.633, das kann er sehen. Ich glaube nicht, dass er drüber geht. Dann noch mal eine Pause runter zur 10- und 20-Tage-Linie, hier in dem Bereich 32.350. Dann, bis das dann hier sich ein bisschen abbaut, wenigstens mal in den 50er-Bereich zurückgeht, das wäre ideal. Dadurch sind die Anforderungen von der Woche, die ja positiv ist, nach wie vor erfüllt. Und deswegen glaube ich, dass wir auf Sicht von, sagen wir mal, 6, 7 Handelstagen eher nochmal hier unten verweilen oder zumindest dann nochmal so einen kleinen Besuch abstatten. Aber auf Sicht von 4 Wochen durchaus uns mit dieser Dashline beschäftigen. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht mit den Scheinen. Wo sind sie? Ich habe zwei rausgesucht. Der Call hat eine Basis von 29.910. Der ist noch hier unten. Der kommt bei mir jetzt nicht ins Spiel. Den möchte ich erst dann reinnehmen, wenn sich das hier deutlicher abgebaut hat. Irgendwo wenigstens in den 50er-Bereich. Hat momentan Hebel 10. Der dürfte dann so um die 15, 16, 17 liegen. Muss man schauen, wo der dann hier liegt. Das ist die GH8LMT. Also den kaufe ich jetzt hier momentan nicht. Nicht für die letzten, sagen wir mal, 500 Punkte. Das mache ich jetzt nicht. Den Put, den habe ich hier oben drüber gesetzt. 34.405. Hinter die Dashline, aber auch mit genügend Abstand. Wie gesagt, die ist bei 34.000 rund 100, also ich runde leicht. Der liegt dahinter, 34.405, im Moment ein 23er Hebel. Der wird natürlich höher. Den werde ich mir aber auf jeden Fall anschauen, wenn wir es tatsächlich schaffen, an das 61er Retracement zu gehen, respektive mit irgendeiner, wie auch immer gearteten, positiven Nachricht nochmal an die 34.000 rangehen. Dann ist das die Option meiner Wahl. Beide auf die Watchlist. Im Moment kein Handlungsbedarf, aber die will ich mir unbedingt anschauen. Der Put ist die GK3XET. 34.405 werden sich verändern. Ne? Der wird also weniger hier täglich. Aber das ist also im Großen und Ganzen so, wie ich das erwarte. Kurzfristig auf 4, 5 Tage nochmal hier irgendwo in diesen Bereich rein. Ich glaube nicht an ein Überbieten des 61er Retracements. Dann nochmal Atem holen. Dann das Kaufsignal der Woche aufschnappen und nochmal hin, wahrscheinlich an die Dashline. Ich kann jetzt hier nicht so Linien zeichnen. Ich bin da nicht so künstlerisch begabt, aber hier, von hier aus, nochmal hier runter und dann da hoch an diese Marke. Die halte ich allerdings echt für eine Macht. Auf mehrere Monatssicht rechne ich mit seitwärts bis leicht fallenden Kursen,
aber auch nicht viel weiter als unter die 30.000. So, damit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.